Hallo, hier ist Stefan vom Mod3D Tech Team. Willkommen zum MoStereo 3D Tutorial. Wie nutze ich meine Applikationen mit MoStereo 3D in 3D Stereo? Immer aktuelle Tutorials und neue Videos finden Sie auf mod3d.com. Um Ihre Applikation nach 3D Stereo zu konvertieren, starten Sie bitte zunächst MoStereo 3D. Sobald MoStereo komplett geladen ist, werden Sie ein Icon in der Startleiste bemerken. Durch einen Rechtsklick auf das Tray-Icon erhalten Sie das Kontextmenü, aus dem Sie bitte den Mod3D Stereo Enabler wählen. Hier ist bereits unsere Anwendung eingetragen. Ich werde sie nun entfernen, um Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihre Anwendung hinzufügen können. Klicken Sie auf Add Application und suchen die primäre .exe-Datei Ihrer Applikation. In diesem speziellen Fall, im Fall Katias, handelt es sich um die cnext.exe. Als nächstes gilt es, die Application Version einzustellen. Anhand dieses Wertes erkennt MoStereo, ob es sich um eine 32-Bit- oder 64-Bit-Anwendung handelt. Ebenso stellen wir die Graphic Library ein. Darüber teilen wir MoStereo mit, ob es sich um eine OpenGL- oder DirectX-basierende Anwendung handelt. Als letztes setzen wir das Häkchen bei Enabled und klicken auf Save und Close. Es folgt der Start der eigentlichen Applikation. In der Applikation starten wir wiederum eine 3D-Visualisierung. Wie Sie sehen, handelt es sich um eine 3D-Szene, die jedoch noch nicht stereoskopisch dargestellt wird. Wir nutzen das In-App-Control-Panel, um den 3D-Stereo-Effekt einzuschalten. Dazu drücken Sie bitte die Sternchentaste auf dem Nummernpad. Hier eine schnelle Visualisierung der Sternchentaste des Nummernpads. Nutzen Sie Pfeil oben oder Pfeil unten zum Fokussieren zwischen den Feldern. Nutzen Sie Pfeil links und Pfeil rechts, um die Werte in den Feldern zu vergrößern oder zu verkleinern. Aus technischen Gründen ist es nötig, dass Sie das Modell bewegen, während Sie Modifikationen im Control Panel vornehmen. Zunächst passen wir den Wert in Selected Window Number dem Wert in Current Window Number an. Dies ermöglicht, auch 3D Stereo in Applikationen zu generieren, die über mehrere Viewports verfügen. Mit diesem Wert wählen wir den Viewport aus, in dem 3D Stereo generiert werden soll. In diesem Fall stelle ich Selected Window Number auf 2. Nach wie vor wird noch kein 3D Stereo generiert. Dies wird erstmals möglich durch das Einstellen von Max 3D Depth. Der Max 3D Depth Regler gibt die Maximalstärke des 3D-Effektes an. Um einen ersten Eindruck von Stereo 3D zu erhalten, stelle ich Max 3D auf 0,050. Nun haben wir einen ersten Eindruck von Stereo 3D. Dieser hat jedoch weiteren Optimierungsbedarf. Dazu ist es nötig, dass wir den vordersten Punkt der Szene identifizieren. In unserem Fall ist es unschwer zu erkennen, dass der vorderste Punkt der Szene eindeutig das Cockpit des Flugzeuges ist. Um den 3D-Effekt zu optimieren, fokussieren wir AppZ Front und vergrößern diesen Wert, bis das Cockpit in etwa deckungsgleich ist. Sie sehen, dass am Cockpit keine Rot- und keine Cyanfarbe mehr vorhanden ist und es somit als deckungsgleich zu betrachten ist.
In dieser 3D-Stereo-Konfiguration haben wir eine Szene mit reinem Fenstereffekt erschaffen. Um einen Pop-Out-Effekt zu erzeugen, widmen wir uns nun dem View-Percent-Out-of-Screen-Regler. Sobald wir den Wert erhöhen, wird die kongruente Fläche verschoben. Nun sind in etwa die Flügel kongruent. Dies bedeutet, dass das Cockpit aus der Szene herausspringt und Objekte hinter den Flügeln wie durch ein Fenster erscheinen. Je höher der View-Percent-Out-of-Screen-Wert, desto mehr Pop-Out-Effekt wird auf die Gesamtszenerie angewendet. Vielen Dank fürs Zuschauen.